Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Goodbye Deponia. Ich hoffe heute sehr, sehr stark, dass nicht wieder die Framerate einbricht wie in der letzten Folge. Das war verdammt ärgerlich. Aber ich denke, das Problem dürfte sich ja jetzt endlich erledigt haben, denn ich habe jetzt einfach den Task rausgenommen, dass sich Java updatet. Und dann sollte endlich das Problem weg sein, das nervt mich so stark. Danke nochmal für eure Tipps. Ich werde dem allen noch nachgehen. Bin aber leider noch nicht dazu gekommen. Aber was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt mal was überprüfen gehen. Denn mir wurde geschrieben, dass hier alle Anzeigen bereits voll wären. Was ich halt komisch finde ist, es stimmt schon, dass alle Anzeigen voll sind. Aber hier haben wir halt diese drei Punkte überall und bei dieser mysteriösen sechsten Anzeige eben nicht. Hier haben wir aber allerdings alles jetzt grün. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich noch was brauchen. Wie schon richtig in die Kommentare geschrieben wurde, brauchen wir ein radioaktives Material. Wir haben aber hier nichts mehr. Das ist ja das Seltsame. Deswegen werde ich jetzt einfach mal schauen, ob sich nicht doch schon was tut bei der Maschine. Wir haben auch hier schon alles ausprobiert. Im Inventar haben wir gar nichts mehr. Also letzten Endes können wir eigentlich nicht mehr viel mehr machen, außer uns jetzt noch weiter an der Maschine zu spielen. Rufus will sich selbst nicht klonen. Hermes läuft dann immer hier hin und bringt sich um. Und Organon will er auch nicht haben. Also von daher bin ich jetzt gerade ziemlich überfragt, was dann jetzt passieren soll. Aber nun ja, wir versuchen es einfach nochmal mit Hermes. Okay. Gut. Okay. Ja, er geht halt jetzt wieder da lang, ne? Jetzt bringt er sich wieder um. Stimmt's? Nicht! Ah, Moment mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ich habe da eine Idee. Ich habe da eine Idee. Und zwar folgendes. Wir haben ja unten drei Anzeigen. Wir haben hier drei so Dinge, wobei bei einem ja das Bett ist. Dann haben wir hier diese drei. Und hatten wir nicht hier einen Regler oder so? Ja, tatsächlich. Stimmt ja. Ja, dann machen wir das mal und schauen mal, ob das funktioniert. Und? Tatsächlich, jetzt haben wir drei Hermes. Alle drei verschwinden sie. So ein Mist. Ja, aber... Nee, zurück bitte. Da lang möchte ich. Aber das könnte doch jetzt das Rätselslösung sein. Ah, ja, stopp! Endlich. Oh, sowas Blödes aber auch. Hey, das dritte was war ja soll kaputt. Das? Wartet auf mich. Ach, verdammt. Und jetzt? Hermes, jetzt komm schon. Hermes, der dritte. Ja, so oft wie wir das versucht haben, ist es nicht wirklich Hermes der Dritte, aber naja, mit dem reden wir jetzt einfach mal. Warum lässt du mich nicht einfach gehen? Tja, jetzt siehst du mal, wie das ist. Ja, aber was willst du denn noch? Du hast es doch selbst gesagt, alles ist verloren. Das dachte ich auch, aber dann habe ich Goal gefunden. Was hattest du mit ihr vor? Kann man sie noch retten? Ach, du kennst das Mädchen? Sie fiel kurz nach dir vom Himmel. Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot. Der Rest war ziemlich hinüber. Darum habe ich einen Klon angefertigt. Er hat lange genug überlebt, um einen kompletten Scan durchzuführen. Hier, damit lässt sich deine Freundin klonen. Was? Auch wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Deponia ist verloren. Lass das mal meine Sorge sein. Ganz schön komisch, diese Geschichte im Moment. Ironie des Schicksals. Er nahm mir den Respekt vor dem Leben und ich habe mir den Arsch getreten. Mensch, Rufus, bist ganz schön fies. Oh, Goal Scan. Okay, schauen wir uns mal an. Ich habe die Datasette mit ihrem Körperscan. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Okay, da hast du wohl recht, Rufus. Deswegen, auf geht's, zurück. Dann hoffe ich mal, dass wir jetzt da was machen können. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, was ich so von dieser Story-Art, die sich hier gerade entwickelt, halten soll. Es ist eigentlich nicht das, was wir von Deponia kennen, aber manchmal ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn etwas ein bisschen anders ist. Von daher bin ich mir im Moment noch nicht ganz sicher, aber wir gucken mal. Wir legen das in die Konsole ein, glaube ich. Ja, tatsächlich. Passt, wie gemalt. Okay. Wollen wir drei Goals machen? Kein Bild, kein Ton. Ich schätze mal, das liegt daran, dass noch Zutaten fehlen. Tatsächlich. Ja, wir haben keine Zutaten mehr. Ah.
So, dann mal rein ins Vergnügen. Ich rette dich, Goal. Was ist denn jetzt schon wieder? Da geht doch irgendwas in die Hose. Was tust du? Na, rate mal. Ich rette Goal. Aber so doch nicht. Da ist ja gar keine Nukleinsäure mehr in der Maschine. Na ja, bei dir hat's ja auch ohne funktioniert. Schnell, brich das ab. Die Rohre überhitzen. Uns fliegt noch die ganze Maschine um die Ohren. Also drei Goals zu machen, ist nicht die richtige Entscheidung. Wir dürfen Nein. nur eine machen. Oh. Goal. Oder? Sie war nicht komplett ausgereift. Es liegt an der fehlenden Nukleinsäure. Ja, wo ist sie geblieben? Das Rohr führt in die Kanalisation unter Porta Fisco. Es tut mir leid, Rufus, aber es sieht so aus, als sei deine Freundin endgültig verloren. Nein, sie lebt. Ich kann sie noch retten. Tja, ich hätte noch einen Vorrat an Nukleinsäure. Damit könntest du sie theoretisch noch nachträglich ausreifen lassen. Aber was ist mit Deponia? Das letzte Hochboot kann jeden Moment in Richtung Elysium starten. Du kannst nicht gleichzeitig Goal retten und den Aufstiegszoll erreichen. Und selbst wenn... Die obere Aufstiegsstation ist das Hauptquartier des Organon. Alleine kommst du niemals da rein. So alleine bin ich nun auch wieder nicht. Meine Freunde vom Widerstand sind in Porta Fisco. Sie werden den Organon ablenken, während ich mich mit Goal auf das Hochboot schleiche. Und wer gibt ihnen Bescheid? Wer rettet Goal? Wer hindert Argus daran, in der Zwischenzeit mit dem Hochboot abzulegen? Du kannst nicht alles machen. Die Zeit reicht nicht aus. Da müsstest du dich schon dreiteilen. Und selbst wenn... Oh, da schau her. Oh. Hm. Und du bist sicher, dass du das wirklich durchziehen willst? Es ist nicht mehr genug Biomasse für drei Klone in der Kammer. So erfülle ich wenigstens doch noch einen Zweck. Nee, du bist schwer in Ordnung, wirklich. Hermes. Lass uns nicht sentimental werden. Hast du die Nukleinsäure dabei? Nukleinsäure? Check. Sehr gut. Denk daran, dass sie nicht mitgeklont wird. Nur einer von euch dreien wird sie nach dem Vorgang dabei haben. Keine Sorge, Hermes. Ich habe alles verstanden. Du kannst dich auf mich verlassen. Tja, ich hoffe nur, dass deine Konstruktion mit den Sandsäcken funktioniert, wenn der Hebel nicht betätigt wird. Es wird funktionieren. Das muss es einfach. Na dann, lass uns lieber keine Zeit verlieren. Bisher hat Drei, ja alles zwei, plus eins. Hey. Oh oh. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Das Geräusch, wenn man schon wieder hört. Und jetzt? Ah, oh, ein Schnabeltier. Ach, wie süß. Ich dachte schon, das Bild wäre eingefroren. Hey, es hat geklappt. Ja, und jetzt? Oh, du meine Güte. Es ist ja nicht so, als wenn ich das schon gewusst hätte. Also, wenn ich es nicht schon gewusst hätte, so muss ich sagen. Denn immer wenn irgendwo im Fernsehen oder in den Berichten irgendwie eine Zeitschriftbericht kam über Deponia, dann wurde immer gesagt, bei Deponia, ja, Rufus klont sich, von daher. Aber, oh, du meine Güte, das könnte jetzt ganz schön heikel werden. Einer von euch beiden muss die Rebellen für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln. Am besten du. Hä? Wieso denn ich? Na, das funktioniert ja einwandfrei. Ich gehe zur Organon-Hauptverwaltung und versuche, den Start des Hochboots hinauszuzögern. Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich! Gut, das hat sie jetzt nicht überzeugend angehört, liebe Rufus. Ich gehe in die Kanalisation und rette Gold. Aber das ist mein Job. Nein, meiner. Oh Mann, so Schwachsinn. Ich muss Gold retten. Ich habe die Nukleinsäure. Nein, ich. Aber Hermes hat sie mir gegeben. Nein, mir. Wir können ja nachgucken, dann werden wir es ja sehen. Ja, das wäre vielleicht ganz gut, wenn wir nachgucken würden. Wer hat denn jetzt die Nukleinsäure? Warum guckt ihr nicht nach? Die werden Augen machen, wenn ich gleich die Nukleinsäure aus meinem Mantel ziehe. Dann mach doch, Rufus. Da ist sie aber nicht. Einer von diesen beiden Mulpen hat die Nukleinsäure. Aber welcher? Oh Mann. Ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie in sie reingucken. Zum Beispiel durch ein neues, cooles Interface-Element am unteren Bildrand.
Oh, okay. Und jetzt? Jetzt sind wir dieser Rufus. Ah, hier ist die Nukleinsäure. Okay. Ich wusste es. Das heißt dann wohl, ich rette Gold. Nicht so schnell. Hey. Oh, nee. Ja, dann wollen wir jetzt den auch noch nehmen. Der darf sich auch noch einmischen. Hey, hört auf mit dem Unsinn. Genau. Rufus, mach mal was. Hey, hört auf mit dem Unsinn. Ja, nee, warum aufhören. Warum lässt der Idiot nicht los? Ja, weil er nicht loslässt, ne? Warum lässt der Idiot nicht los? Gibt's ja nicht. Was ist hier? Nukleinsäure. Hey, hört auf mit dem Unsinn! Okay, der dritte Rufus könnte doch vielleicht nach dieser Nukleinsäure greifen. Ups. Oh, du meine Güte, Jungs, was macht ihr denn schon wieder? Oh Gott, das ist halt schon so ein Chaosviecher. Ups. War so klar, es war so klar. So klar war das. Okay. Und jetzt kommt wieder ein Husserlied. Natürlich kommt wieder ein Husserlied. Wie soll es auch anders sein? Oh Mann. Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmelschoner hoch, weil für Deponia noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck. Weg! Es muss weg heißen! Ach, Mann! Wobei ich, naja, dieses Lied jetzt nicht so toll fand, wie alle anderen, was ja überhaupt es bisher gab. Naja, gut, dann hoffen wir mal, dass es jetzt besser weitergeht, denn es hat mich jetzt nicht hundertprozentig überzeugt. Aber gut, das ist Geschmackssache. Es ist halt eine sehr, sehr krasse Wendung. Goal? Bist du das? Gott, ist das duster hier. Psst, Goal, wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern. Okay, wir haben also hier jetzt mehrere Hotspots. Schön, dass wir die Hotspots angreifen können. Wo ist der andere Rufus? Ui. Hast du Probleme, Boso, Schatz? Nein, Boso? Danke, Frau Moog. Lass den Jungen in Ruhe sein Geschäft machen, Frau. Ich dachte, er braucht Hilfe. Ich schaff das schon. Es ist nur... Du hast Angst, nicht wahr? Ja, ach. Vorm Pupu machen? Vorm Weltuntergang, du Dummkopf. Nein, nein, es ist nur... Ach, egal. Was hast du denn? Stopp, mach keinen Scheiß. Wieso hat er Angst vorm Klo? Juhu, damit hast du nicht gerechnet, was? Tja, ich bin immer für eine Überraschung. Oh Gott. Gut. Hat Bose so viel Angst vor Rufus jetzt, oder was? Für mich war das auch nicht gerade angenehm. Nee, das glaube ich so dir sofort. Was? Und Rufus, eine Wäsche wäre vielleicht nicht schlecht. Gut, dann den dritten Rufus. Oh, du meine Güte. Der ist also beim Organon. Der soll den Kreuzer aufhalten. Sieh mal einer an. Ich bin direkt am Fuße der oberen Aufstiegsstation gelandet. Dem Sitz der Organon-Hauptverwaltung und dem Ankerplatz des letzten Hochboots nach Elysium. Also ab jetzt sollte ich vorsichtig sein, also noch vorsichtiger als sonst. Hier wimmelt es ja geradezu von Organonen. Sie ziehen sich offenbar aus der Stadt zurück. Was haben die nur vor? Vielleicht kann ich sie belauschen. Los, beeilt euch! Da sind immer noch Kisten, die mit nach Elysium sollen. Nein, nicht die dort. Die soll zur dritten Zwischenebene. Mhm. Okay, dann haben wir ja jetzt mal alle drei Screens angeschaut. Was haben wir hier eigentlich alles? Hier geht's zu einem Rohr, hier haben wir einen Gully, Organon-Aufsicht, Organon-Aufsicht. Hier war noch irgendwas.
war doch noch was hier oben. Die Aufstiegsstation. Okay, was haben wir hier eigentlich alles? Die Mooks. Dann haben wir hier Wäschespinne. Hier hinten ist irgendein Kerl. Eine Tasche. Okay, hier haben wir die Aufstiegsstation. Hier geht's wohin. Okay, und dann nehmen wir noch den dritten. Also den ersten. Wer ist jetzt eigentlich der Ursprüngliche? Bitte, verhalte dich ganz still, ja? Wir müssen immerhin davon ausgehen, dass wir von menschenfressenden Monstern umzingelt sind. Ach, nicht doch. Psst. Okay. Wer hat denn jetzt nun das grüne Zeug? Gar keiner? Die Säure? Ja, gar keiner dabei. Na, Spitzenklasse. Was haben wir hier eigentlich noch? Fragezeichen, Fragezeichen, Goal, Fragezeichen. Okay, gut. Ja, dann wissen wir ja, was wir in der nächsten Folge zu tun haben. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.